da habe ich das auch jetzt getan. Ich darf dann weitergeben an Herrn Scheucher, der ja hier in Österreich, wie gesagt, die Vorratsdatenspeicherung zu Fall gebracht hat und vielleicht auch etwas zum polizeilichen Staatsschutzgesetz zu sagen. Dankeschön. Naja, die Vorratsdatenspeicherung, das war diese große Geschichte, die der AK-Vorrat versucht hat, in die Wege zu leiten, dass das eben vor den Verfassungsgerichtshof kommt. Wir hatten damals 11.239 oder irgendwas in der Preisklasse an Antragstellern, die mitgemacht haben. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat aufgrund dieser EU-Richtlinie, auf der die Vorratsdatenspeicherungsumsetzung in Österreich beruhte, sich entschlossen, es dem EuGH vorzulegen als Fragestellung. Dann sind wir natürlich wir sind unserem Antrag sozusagen gefolgt. Wir sind auch nach Luxemburg und haben dort eigentlich einen ziemlich durchschlagenden Erfolg erzielen können, nämlich dass die gesamte Richtlinie aufgehoben wurde. So etwas hat es in der Geschichte der EU noch nicht gegeben oder in der Geschichte des EuGH, dass eine gesamte Richtlinie aufgehoben wurde und nicht nur einzelne Bestimmungen. Das Interessante für mich war, dass wir in unserer Argumentation vor dem EuGH nicht nur rein juristisch argumentiert haben, sondern durchaus auch politisch. Wir hatten uns damals die Frage gestellt, was passiert, wenn wir uns auf das Spielfeld des Gegners sozusagen begeben und sagen, ja, dieser Paragraph im Telekommunikationsgesetz oder der Absatz 4 in irgendeiner Bestimmung, der ist mit dem und dem Grundrecht nicht vereinbar, dann begeben wir uns ja argumentativ auf die Spielwiese unseres Gegners. Und dort würden wir ziemlich sicher verlieren. Also haben wir dem EuGH in unserer Argumentation neben den juristischen Argumentationen eine andere Fragestellung vorgelegt. Wir haben gesagt, wenn wir unsere eigenen Traditionen in Europa oder überhaupt in der westlichen Welt beurteilen, wenn wir zurückdenken an Theorien von Montesquieu, von Tocqueville, von John Locke, wenn wir unsere eigene Tradition ernst nehmen, kann man das machen, dass ohne dass die Menschen in Europa gefragt werden, dass quasi 500 Millionen Menschen einer anlasslosen, verdachtsunabhängigen Überwachung unterworfen werden. Und da hat der Gerichtshof zu unserer, wenn ich ehrlich bin, schon Überraschung ganz klar gesagt, nein, das geht nicht. Wir werden hier neue Maßstäbe setzen, wir werden diese Richtlinie aufheben. In weiterer Folge ist der österreichische Verfassungsgerichtshof dieser Linie gefolgt, hat die Vorratsdatenspeicherungsbestimmungen im Telekommunikationsgesetz und in angelagerten Gesetzen aufgehoben und hat auch relativ klar gesagt, es geht hier um die Freiheit des Einzelnen und um die Freiheit als Zustand der Gesellschaft. Und das sind schon ziemlich deutliche Worte gewesen, wo ich denke, wir haben hier schon einen Pflock einschlagen können, wie die Debatte in Zukunft zu laufen haben wird. Wir haben natürlich jetzt weitere Bestimmungen bekommen. Es gibt immer wieder irgendeinen Anlass, um Verschärfungen vorzunehmen. Zum Beispiel nach den letzten schrecklichen Anschlägen in Paris kam letztendlich sehr schnell das polizeiliche Staatsschutzgesetz, das in weiten Bereichen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung weitreichende Eingriffsmöglichkeiten, weitgehende Überwachungsmöglichkeiten gibt. Das jetzt im Einzelnen zu diskutieren, ist ein bisschen schwierig, weil hier ein bisschen juristischer Basiswissen notwendig wäre, was dieses Gesetz betrifft. Wenn sich jemand dafür interessiert, da gibt es eine schöne Website, das ist akvorrat.at. Da können Sie die Beschwerde in dieses polizeiliche Staatsschutzgesetz nachlesen. Das Spannende an dieser Beschwerde ist, eingebracht haben die zwei politische Parteien, nämlich die Grünen und die Freiheitlichen. Die Überlegung dahinter war relativ klar, wenn man diese zwei Parteien zusammenzählt, haben sie genug Stimmen, um eine sogenannte Drittelbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof zu richten. Was bedeutet Drittelbeschwerde? Ein Drittel der Abgeordneten hat das Recht, vom Verfassungsgerichtshof zu verlangen,
zu überprüfen, ob eine Bestimmung oder ein ganzes Gesetz verfassungsmäßig ist. Bitte. Sagen wir mal so, ich denke, dass das polizeiliche Staatsschutzgesetz völlig überzogen ist, an der Realität vorbeigeht und wie die meisten von diesen Polizeieingriffsgesetzen, Überwachungsgesetzen und so weiter völlig sinnlos sind. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, seit Charlie Hebdo lebt Frankreich faktisch im Ausnahmezustand. Wenn man jetzt den Ausnahmezustand nicht als Extremversion hernimmt, sondern in abgemilderten Versionen, lebt Frankreich in Wahrheit seit dem Algerienkrieg in irgendeiner Form in einem abgemilderten Ausnahmezustand. Das heißt, diese ganzen Ausnahmezustände, die ganzen Sicherheitsbestimmungen, die ganzen Strafverschärfungen, die ganzen Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten, wenn ich jetzt an Großbritannien denke, wo praktisch der gesamte öffentliche Raum gefilmt und überwacht wird, man kann in letzter Konsequenz auf der Ebene dem Terror nicht begegnen. Das heißt, so gesehen läuft das Ganze darauf hinaus, dass die eigene Bevölkerung überwacht wird. Da liegt das eigentliche Problem begraben. Dann darf ich mich bedanken, Herr Scheucher, für die Folie, für die Zusammenfassung. Thank you.